Willkommen zurück zu Dark Souls, dem Spiel, wo ich viel sterbe und mich aufrege. Und generell überhaupt, wir sind immer noch in den Archiven des Herzogs. Oder Duke's Archives für die Freunde des Englischen. Wobei ich mich ja in diesem Ort echt wahnsinnig viel aufrege. Also ich könnte mich an diesen, ich weiß, dass diese komischen rollenden Räder, die kommen hinterher nochmal wieder. Aber ich glaube, an denen werde ich mich weniger aufregen, als an die Situation, dass man aus jeder Ecke um so ein komischer Bogenschütze schießt. Das ist nämlich echt, das ist eigentlich das Nervigste überhaupt, dass du halt, egal wo du bist, immer angegriffen wirst von irgendeinem Typen, der dich irgendwie rumnerven will. Das ist so behindert. Weil du echt keine Ruhe hast. Ach man, da hinten ist ja auch noch ein Bogenschütze, ey, das ist so. Egal wohin du hier rennst, das ist immer, ja genau, Alter. Egal wohin du rennst, immer irgendwo wirst du beschossen. Du kannst hier nicht einfach mal in Ruhe dich auf einen Gegner konzentrieren, den hauen. Weil du kannst ja nicht mal, teilweise kannst du ja nicht mal einen Estus trinken, weil da immer irgendwie jemand dabei ist, der müsste jetzt unbedingt hier jetzt rumzaubern und welche andere Kacke machen. Zum Beispiel, das war glaube ich, ey, wo hab ich ja nicht gerade beschossen? Der vom Regal? Ach, die gibt's ja auch noch. Ich finde es so geil, wie der Typ überlebt hat. Oh Mann! Mages are the worst part about it, yeah. I think actually the mages are kind of manageable, but the archers with unlimited range are super annoying, because they can just kill you, especially because they can shoot through the mages, which is really rage-inducing, because I want to kill this mage, and I cannot... Well, I kind of depend on magic, and the lock-on system is really buggy in this place, because there is so much stuff going around. So every time I try to log on something, it really doesn't work. So, I cannot really cast my spells and use the stuff that makes the most burst damage I have to insta-kill those mages. But like, in this situation, I cannot... Yeah, now I can. But it's really hard to log on stuff. Das ist echt nervig. Wie ich schon sagte, dass ich keine Sachen anvisieren kann, das ist richtig... Weiß ich, als Jugendlicher in einer Mannschaft, in der auch Erwachsene spielen? Training für was? Heute Training ist. Aber gut, dass du uns das mitteilst. Wie im Kühlschrank. Lässt du bitte meinen Mod wieder aus dem Kühlschrank raus? Ich brauch den noch. Nicht gut. Mods im Kühlschrank. Die sind nicht ganz so effektiv. Aber immerhin finde ich ja andere irgendwelche Menschlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie die herkommt. Oder ob das der sagenumwogene menschliche Rest ist, den ich hier ab und zu mal aus Leuten raushole. So. Hey, Player Sorcerer now. I know how it is. Well, I'm playing offscreen. I'm playing a Sorcerer. As well. I must say, this part was easier with the sorcerer than... wo hab ich schon? Than with this guy here. Cause I can at least I can fight back. And I have strong burst damage to burst those crystal hollows down. Which makes it a lot easier. Was, ist es eben der Darth Vader? Ach, da oben ist ja noch einer. Stopp! What? Vor allem ist auch schön, wie ich schon wieder auf 4 Estos runter bin, ne? Ich hab nur noch 4 Estos! 4 Estos nur noch. Oh Mann, oh! So wird das hier nie was. Ich hab nur noch 2 Chaosfolge. Das reicht nur für den Magier, der hier links steht. Da. Den hole ich mir gleich. Stirb! Wahrscheinlich nehme ich auch gleich Fall Damage, dass ich komme. Klar nehme ich Fallschaden. Aua.
noch nicht mal angefangen zu zaubern, der nimmt keinen Damage mehr. Das ist so unfair. Brenne! War da oben eigentlich noch was Schönes? Oh Mann. Ich nehme es nur. Mick ist playing Dart. Oh Gott. Ach ja. Ich renne übrigens die ganze Zeit wie doof rum und suche die ganze Zeit, ob hier irgendwelche Kisten stehen. Weil ich mich am besten wieder erinnern kann, ob hier irgendwo welche sind. Wenn man alles mal gesehen haben möchte. Ist das hier echt? Das ist echt. Also ich habe in den Nebenraum habe ich die Mimik noch vergessen. Zauberei. Na, Zauberei steht stark. Das ist auf jeden Fall, was ich brauche. Zauberei steht stark. Nee. Not. Ich denke mal, ich werde doch gleich wieder zurücklaufen zu meinem, zum Dings, zum Wegschrein. Ich wollte nur den Raum hier eigentlich clearen. Dann habe ich hier alles gesehen. Na, der Typ. Nein, es kommt nicht bis an. Haha. Ich höre einen anderen Bogenschützen rumschießen. Frag mich, wo der ist. Hey, ein blauer Brocken. Yuhei. Das ist tatsächlich übrigens ein Name, Yuhei. Der Japaner. Ich in Brasilien kennengelernt hatte, hieß Yuhei. Ist das Vieh echt? Ja. How is Germany? Never been there, but I've seen it one day. Well, it's a place. I think Germany is kind of like any other western country as well. Oh, Kristallglut, da ist die also. Nachtiger Likör, die Trapsen. Bom, 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 bom. Verzaubertes Feichhörn. Ja, das brauche ich auch. Das ist ja auf jeden Fall die Waffe, die ich jetzt brauche. Germany has better bread. Yeah, well, our food has higher quality. If you can, you best know, I read a lot of stuff about milk, that the milk food has some, has some shortcomings, because people are trying to save money as mad. And therefore, the milk food is in many stuff a bit lacking. You got fat people. Well, you got fat people ever. Okay. So mit O. Ich geh nochmal kurz zurück einen Meter. Und werde nochmal kurz das Level. Also, was muss ich hier noch? Wie viele Truhen hier auch einfach noch rumstehen? Ach, Riesenzellen. Ah ja, warte mal. Was meinen jetzt am schönsten? Genau, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Nee, war das falsche Richtung? Sind wir hier? Wir sind hier. Schön. Dum, dum, dum. Was versuchst du eigentlich gerade überhaupt zu installieren, Tiax? Das ist mir noch nicht ganz klar, was du da eigentlich machst. Kondition. Immer Kondition. Warte mal, ich hab eine andere Idee. Ich muss mal kurz ein bisschen durch die Welt teleportieren. Gemeinde der Untoten, Tote des Chaos, Tote des Chaos. Genau, woanders? Warte mal, eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich ist Quatsch, Moment. Die Gefahr ist zwar groß, dass ich irgendwie zwischendurch nochmal sterbe, aber was soll's. Wo muss ich denn jetzt lang am besten? Scheiße, ich muss eigentlich nochmal hochlaufen. Da muss ich wohl lang. Boah, ich muss. Düp, 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 rennen. Aua. Ich
das hier? Ah ja, hier. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Okay. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wululululu! Was? Schreien wie Birnen? Ach du Scheiße! Die sind ja auch noch gebufft. Dem müsste auch einer sein, oder? Ja, hinter mir ist auch noch einer. Lass mich in Ruhe! Warum können die nicht einfach aufgeben? Ach Mann, ey! Diese scheiß gebufften Viecher. Hi, Mr. Clock. How are you today? I'm in Rage Mode already. Cause this is rage inducing. It's Dark Souls. Well, what did I expect? So, warte mal, jetzt sind wir hier. Ich hab zumindest noch genug Estus, um das hier locker zu machen. No, Mr. Clock isn't German. At least as far as I know. Ach ja. Aber wie wird das hier heute schon wieder halb deutsch? Also lieber Zuschauer aus YouTube, ich hoffe, du bist das Englischen mächtig, aber wenn nicht, ist sowieso nicht so schlimm. Prinzipiell wiederhole ich auf Englisch echt nur das, was ich auf Deutsch sowieso gerade gesagt habe, also. Shit. Das Problem an Feuerflut ist, dass Feuerflut nicht staggert. Ansonsten wäre Feuerflut eine wunderbar geile Pyromantie. This one of those medes. Oh well. My day today was actually kind of successful. I did a lot of stuff I wanted to accomplish today. I recorded some YouTube stuff. So I'm a bit proud of me. But there's more stuff to go. Ja, also was ich gerade sage. Mein Tag war heute toll. Ich habe einiges geschafft, aber mehr kommt. Wie immer eigentlich. So. Ich würde die ganzen Pistol-Holdes jetzt aus den Zellen hier rennen, mir nicht hinterher. Das wäre nämlich ein bisschen nervig. Ah, Overwatch. Achso. Ja. Für Overwatch habe ich kein Geld. Zu teuer. Bin nicht bereit, für 40 Euro für ein besseres Team Fortress auszugeben. Obwohl ich mittlerweile echt viel von Overwatch gehört habe, dass das Spiel echt gut sein soll, aber. Ja. Bye. Ja, goodbye. Die Viecher nutzen jetzt Gefängniswärter, ja, echt? Menschlichkeit, jawohl! Hello again. Das hatten wir doch ja alles schon, oder? So, freut er sich jetzt? Hui! Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Der Vormarsch der Magie. How can you be dusty today? Just in my place, it just rained, so it's not dusty at all. So und wieder zurück. Okay, also die Feuerflut ist doof. Ich nehme doch lieber noch mal ein paar Feuerbälle mehr dafür mit. Stattdessen. Die Feuerflut ist an sich ganz lustig, aber. Was habe ich denn hier noch? Giftnebel? Was kann der denn? Von Eningi selbst im großen Kampf als Ketzer gezielt erschafft ein erzeugter Giftnebel. Was? Ach so! Der eitragende Untote. Da weiß ich doch genau, wer das ist, oder nicht? Explosive Wucht. Nee, ist ein Wunder, das kann ich nicht. Schweigeglück? Was ist denn hier?
Eigentlich kann ich nur Feuerball machen. So, dann will ich nochmal woanders davon profitieren, weil... Mir ist mir gerade noch was eingefallen. Die Gelegenheit wäre günstig. Ist er eigentlich Engie? Kann mir ja nicht irgendjemand bitte schön sagen, was es... Ach, bei ihnen kann man die Pyromantieflamme auch aufrüsten. Das ist ja gut zu wissen. Das mache ich, glaube ich, gleich nochmal. Weiß irgendjemand, was es damit auf sich hat mit der Liste der Diener? Weil ich habe die schon mal gekauft und da steht eigentlich prinzipiell nicht viel drin. Ja, ja. Hier. Guck mal, eine Menschlichkeit. Du hast deinen Eid vertieft. Schön. I thought you hast du weh. Thanks a lot. Warte mal, ich plopp mal kurz ein paar Menschlichkeit so ungefähr. Mal gucken, wie viel Menschlichkeit ich hier ploppen kann. Ich könnte natürlich voll die Seele eines Kriegers ploppen. Ob ich dafür zwischenzeitlich nochmal entlohnt werde. Also wenn ich ja. Ich werde hier einfach mal kurz mal. Ich werde hier mal kurz. Sagen wir mal, ich packe mal 9 Menschlichkeit rein. Ich habe ja gerade 10 Menschen. Ich habe gerade eine Menschlichkeit schon geliefert. Dann ploppe ich jetzt nochmal. Hey! Der ein Leute Horst. Thank you very much. Was auch immer es bringen soll. 3. 4. 5. Ich kann natürlich auch einfach da oben links in der Ecke gucken, statt einfach mitzuzählen. Mal sehen, was das bringt, wenn ich jetzt zigtausend Menschlichkeit reinopfere. So, Menschlichkeit da bin ich mal gespannt. Da muss ich jetzt jede Menschlichkeit einzeln rein. Oh, 30 ist, glaube ich, Max. Also, viel habe ich leider nicht. Ich weiß, dass man 30 irgendwie reinballern muss, um was zu kriegen. Also, viel habe ich halt gerade nicht. Ich habe halt nur 16. Also, ich habe irgendwie 25 oder so bei. Und ich will auch nicht meine ganze Menschlichkeit, die ich bei habe, verballern. Weil. Also, die will ich jetzt auf jeden Fall verballern, weil, ich sterbe sowieso andauernd. Wenn ich mit meiner Menschlichkeit, zu lange rumlaufe, denn, sterbe, dann ist sie ja weg. Das wäre doof. Jetzt, wo gerade mal die Gelegenheit günstig ist, will ich die mal kurz darbieten. Dass ich jede Einzelfall weg, das ist echt nervig. Kann das sein, dass ihre komische Spinne eigentlich gar keinen richtigen Kopf hat? Wenn man sich mal anguckt, sie hockt zwar auf, so ein Spinnenkörper, aber prinzipiell hat ihre Spinne überhaupt keinen Kopf. Hey, Eid vertieft in eine höhere Ebene erreicht. Jawohl. Bin ich ja mal gespannt, ob das noch was bringt. Die Wand da ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Meine ich. So ein bisschen. Gut, holen wir uns noch die bessere Pyroflamme. Ja, ich schon wieder. Holen wir uns noch die Pyroflamme 13. Kann ja nicht so schlecht sein, oder? Was kann die bessere Pyroflamme eigentlich? Magiebonus, aber einfach nur der Magiebonus würde. 30 öffnen deinen Shortcut, 10 gibt gleich Pyro und 20 manchmal nochmal. Ja, du siehst ja, wie viel 10 gebracht hat. Ich dachte 10 für den Pyro. Ach, Burn, was? Was? Also Pyro haben wir gerade nicht gekriegt. Das sein hier steht irgendwo gerade gleich. Warte mal, ich könnte mal kurz ins Menü gehen, wieder zurück. Das könnte, das bringt ja kommt schon mal was. Sag mal, sind da Maden? Ach, sieh gerade, der Gütski macht ja schon wieder Quatsch. Ach. Wie, wenn ich den so halte, dann wird's besser? Ach, das ist ja ärgerlich jetzt. Ich fixe das gleich mit dem Greenscreen, also in 10 Minuten. Quilliax-Sphäre. Ich dachte, im Shortcut sind welche. Also aktuell sind hier auf jeden Fall keine Maden. Also, maximal wenn ich die Typen mal schlage. Also hier sind keine Maden, die frei herumfliegen.
weiß schon, ich habe irgendwie mal gehört, dass man irgendwie so eine komische Leuchtemade soll man sich holen. Ne, hier sind, nee, hier sind keine Maden. Also hier sind an sich keine Maden, sagen wir mal so. Kann sein, 10 für die Pyro und 20, weiß ich nicht. Naja, du siehst ja auf jeden Fall, das ist erstmal hier, gab es erstmal nichts. Für 10 gab es erstmal nichts, außer dass ich eine neue Ebene erreicht habe. Da krieg ich gerne mal vernünftige Pyro, weil also gerade der Feuerball erscheint mir mittlerweile ziemlich outdated zu sein, die ich jetzt so habe, ne? Ich weiß nicht, ich kann mir doch wie was Besseres vorstellen als diesen Feuerball. Ich wäre falsch rumgelaufen. Auf mich zu zaubern. Die Sonnenlichtmade, ja genau die. Die braucht man anscheinend noch. Und die habe ich gehört. Apropos von dir gehört, ich müsste doch jetzt eigentlich hin. Oh, jetzt ist er hier. Ich glaube, er hat mir. Hello there. I was expecting you. This place is truly magnificent. More than expected. As promised, I shall share the new sorceries with you. And the secret of Seeds Immortality. Aha. Unsterblichkeit, sagt er. Das ist ja hochinteressant. Meine Unsterblichkeit kann man auch mal gebrauchen, nicht wahr? Ich werde mal ein bisschen mit Logan reden, mal sehen, was er noch zu sagen hat. Ah. The secret of Seeds Immortality. Ja, schieß los. You must know that Seeds is a true undead, different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal, a sacred treasure pillaged by Seeth when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying the primordial crystal can you so much as scratch his eye. And it so happens, the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the crystal forest. Uh-huh. The tomes stored in these archives are truly magnificent, a great pool of knowledge, the fruits of superior wisdom and an unquenchable desire for the truth. Some would say Seeth had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource. All progress demands sacrifice. And I certainly bear no antipathy for that wonderful, scaleless beast. Es scheint mir fast so, als würde irgendwie die Made quasi, The tomes stored in these archives are truly magnificent. A great pool. Ja. Erzähl ruhig mehr darüber. Gut. Dann gucken wir uns mal den Garten an, würde ich sagen. Wenn das der Garten unten hier unten ist, weiß ich ja schon. Stirb, du Drecksvieh! Mir gerade einfällt, ich müsste eigentlich. Das Problem ist, dass ich jedes Mal, wenn ich was mache, mir einfällt, dass ich eigentlich noch Backtracking betreiben würde. Mir ist mich wieder eingefallen, wo ich noch die Mondtitanit herkriege. Und zwar ist unten in Incense Castle. Warum ist denn der gelb? Warum ist der gelb? Moment. Ich werde ihn Chaosfeuerbälle an den Kopf hauen. Die Frage stellt sich trotzdem, warum ist es viel Geld? Und da hinten sind blaue, offensichtlich. Also es scheint ja auch nicht der Standardgegner zu sein. Whee! Aua. Ich werde sterben. Insbesondere, weil hier noch so ein komisches anderes Vieh von der Seite angeschüttet ist. Nein. Stellt sich raus. Aua. Das Feuerbälle gegen Kristallwesen gar nicht mal so viel Damage machen, wie man meinen möchte. Ach du Scheiße. Sieht aus wie Sigma. Was macht Sigma hier unten? Ich glaube, ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch. Also wie blocken ist nicht so meins.
Ich habe geschaut, 10 und 30 Menschlichkeit bringt Pyromantie, außer geht irgendwo geizerlit wird. Okay, es ist nicht Siegmeier. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. Ach, noch so einer. How I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, und vor allem diese tiefen Gedanken, das sind always in quite a pickle. Ja. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. Das ist die Tochter vom Zwiebelritter befreien. Das ist eine Questline. Na toll. Die wahrscheinlich sehr lange ist. So, ich habe übrigens keinen Bock, diese ganzen Kristallvieh hier tot zu machen. Ich versuche hier mal irgendwie so möglichst schadlos wie möglich durchzukommen, weil das Problem ist nämlich. Aua. Dass ich irgendwie nicht so richtig Damage an den Viecher mache. Das sieht man ja. Ich kann hier zwei nicht zuschlagen, oder? Ist ja nicht so. Ist ja nicht so, dass ich die Viecher blocken kann. Okay, so schlimm sind sie doch nicht. Was? Keiko? Was ist eigentlich mit meinem IRC-Overlay passiert? Nebenbei bemerkt. Das ist irgendwie nicht mehr da, oder? Hm. Huh. Hm. Sieht übrigens aus wie Hermine. Wer zur Hölle ist Hermine? Die aus Harry Potter, oder was? Ich weiß nicht, also. Oh, was? Das hat Damage gemacht. Ich jetzt. Blauer Brocken, was soll ich denn mit blauen Brocken? Die Typen stehen da hinten auch nur einfach teilnahmlos rum. Wachen die irgendwas? Ich glaube, ich kann die mit Fug und Recht ignorieren. Das ist Hermine aus Harry Potter. Die heißt Linda. Was? Stimmt, dein Einhorn heißt ja auch Hermine. Ich habe gerade überhaupt überlegt, Hermine, wer heißt denn heutzutage noch Hermine? Das ist ja eigentlich so ein altbackener Name, ne? Also, wacht der noch irgendwas? Ne, der kann mich auch mal. Kreuzweise. Kann mich mal. Dem rede ich nicht. Was? Ein Kristall denn? Warte mal, das war doch der eine Typ, den wir oben duelliert haben. Was kann die Kristall-Dinges von uns? Eine kristallisierte Rüstung trank von einem hohlen Ritter, der teilweise kristallisiert war. Die Macht der Kristalle gewährt einen hohen Verteidigungswert. Ist aber wahrscheinlich saumäßig schwer, das Ding, oder? Hat wenig Balance, hat aber. Hat viele physische Abwehr, ne? Also, Mann, wie sieht die aus? Wir ziehen die mal kurz an. Hat sie bestimmt überhaupt keine Nachteile. Muss man wieder bald wieder Zeug wegpacken, ne? Ja. Habe ich auch mal mit Wall mit. Nerk. Also wie viel Stance habe ich denn mit? Weniger als mit dem anderen Ding. Ja. Ich bleib bei meiner Silber. Ich glaube, ich werde meine Silberritterrüstung bei Gelegenheit auch mal ein paar Level leveln. Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht, die Silber. Ich mag die Silberritterrüstung. Die ist eigentlich ganz nett, die Silberritterrüstung. Doch, doch. Was? Kartoffeln mit Frauenvornamen. Was, die Glinde, die Kartoffel? Was? Wer benennt denn seine Kartoffel nach? Ach, na egal. Ah. Okay, zwei Indies sind die vier doch kein Problem. Die Frage, die sich mir lustig, warum stand der Typ hier? Ist doch gar nichts. Hier ist doch einfach nur. Nicht mal richtig rollern. Hä? Die bewachen nicht immer was, oder? Wenn die drei Typen da hinten. Was? Muss er nüchtern sein? Weißt du, meine kleine Siglinde, damals habe ich immer gerne Kartoffeln der Sorte Siglinde gegessen. So kamst du zu deinem Namen. Das klingt in der Tat sehr ernüchternd, wenn du das so erzählst. Ich finde, du solltest Kindern keine Geschichten erzählen, wo sie ihren Namen her haben. Ja! Machen zum Glück überhaupt keinen AOE-Schaden, die Burschen. So, gibt's denn noch was?
Der Name ist schlecht, aber dann was benannt zu werden, was jemand gerne mag, ist doch schön. Ey, findest du Sieglinde ist ein schlechter Name? Da ist immerhin der Sieg drinne. Wer möchte nicht siegen? Von Sieglinde lernen heißt Siegen lernen. Das ist ganz einfach. Mein Kind heißt Schoko. Oh, du hast Kinder? Wusste ich gar nicht, holen. Wie sind die so? Kann man die essen? Das sind wie ganz schön große Kristalle hier. Gibt es hier irgendwo nochmal ein Leuchtfeuer? Wäre nett. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer, danke. Zum Mitnehmen. Ich sehe mich hier schon wieder runterrollern, ne? Ist mich hier nicht irgendwie gestaggert? Tap, tap, tap. Was? Burkina Faso? Oh, Mann. Ah, apropos Burkina Faso. Die Folge ist vorbei. Macht's gut bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls. Tschüss.